Hey Freunde, meine große Pyroland-Bestellung ist auch endlich angekommen. Und würde ich sagen, wir packen die gemeinsam aus. Bezahlt habe ich knapp 330, 340 Euro. Das sind zwei Pakete. Und wir starten gleich mal mit dem größeren Paket, mit dem ganz großen. Das Setup ist ein bisschen komisch für mich. Paket ist schräg, damit ihr gleich reingucken könnt. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal. Das war schief. So, gucken wir mal, ob wir das hier so hinkriegen. Ich lasse das jetzt mal so hier, ist für mich besser. Dieses Paket hat diesmal Mia gepackt. Danke Mia fürs Verpacken. Dann haben wir wieder Pyroland-Sticker. Hier kannst du Lunte riechen und die normalen Pyroland-Sticker. Wieder sehr viel Verpackung. Menge Verpackung und da könnten wir schon was sehen, und zwar haben wir hier schon mal die Flammkuchen von, noch, die sind offen, die Flammkuchen sind offen, Flammkuchen von Leslie, kleine Wirbel, 6 Stück in der Packung, waren relativ günstig, dachte ich mir, nimmst du dir mal mit, Test kann nicht schaden. Was haben wir hier? Hier haben wir von Brückhoff die Space Flyer, hatte ich mal bestellt, da ich mal so ein kleines Flyer, so ein Bodenwirbeltest, die nach oben gehen, halt abfilmen wollte. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Was haben wir hier noch Schönes? Okay. Von Pyrotrade die Viper 3. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, das kommt ein anderes Design, weil ich hatte eigentlich andere bestellt, aber naja, sollte uns jetzt nicht davon abhalten. Das Design habe ich noch nicht so gesehen. Also Viper 3 testen wir dann an Silvester natürlich. Wir haben nochmal Anzündband bestellt. Wir haben Breslau Handfeuer. Das ist der Gratisartikel, den ich mir ausgesucht habe. Bei Pyroland könnt ihr ab 25 Euro euch einen Gratisartikel aussuchen. Das ist meiner, den ich mir ausgesucht habe. Wir haben hier zweimal den, was haben wir hier? Zweimal den Diamond Mount Everest Vulkan, einzeln verpackt in Plastefolie. Wollte ich einfach nochmal mitnehmen, war günstig zum Testen. So, haben wir noch Verpackung. Dann haben wir hier Moskitos, haben wir insgesamt glaube ich 10 Mal bestellt, also kommen noch öfters. Ich sehe gerade nur einmal, hier ist es 2-mal, 3-mal, 4-mal, 4-mal haben wir schon mal. Machen wir erstmal weiter. Ich habe noch die Quackling Birds bestellt. Sind immer wieder schöne Vögel, vor allen Dingen mit dem Quackling. Und 6 Stück kosten, glaube ich, um die 4 Euro. Also für mich immer noch ein schöner Artikel zum Zünden, zum Warmschießen vor allen Dingen. Wir haben noch einmal die Cobra P1 Butter. In der kleinen Bestellung waren ja schon 2 dabei. Ich dachte mir, eine Packung packe ich mir mal weg. So, dann haben wir als erstes eine Batterie, also die erste Batterie, die Gao Mansion. War sehr günstig, dachte ich mir, filmst du nochmal ab oder kannst vielleicht irgendwie verwenden. Ja. Dann haben wir hier, muss ich mal ein bisschen schauen, 2-mal den Breslauer Feuer in Gelb. Also sozusagen Pyrolands hauseigene Ultraluxe, sage ich immer dazu. Ich sage immer Ultraluxe zu denen. Es sind sehr helle Bengaltöpfe. 3 Stück habe ich eigentlich bestellt. Mal gucken, wo der andere dann noch ist. Verpackung, 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 Verpackung. Machen wir mit was weiter, was ich immer kaufe. Das sind Zündlichter von Nico. 2-mal. Kann man immer gebrauchen, vor allen Dingen, wenn man mehrere Batterien gleichzeitig zünden möchte an Silvester. Also vergisst nicht die Anzündlichter, ich sag's euch, die kosten nicht viel, die kosten vielleicht 2 Euro, 2,50 Euro. Ihr habt 4 Stück in der Packung und jedes Licht brennt ungefähr 4 Minuten. Ja. So, mal gucken hier, dann haben wir hier noch Röhlis. Stinknormale von Xplode, habe ich mir einfach mal noch mal einmal mitgenommen. Dann haben wir Vanu Rote Litze. Und noch mal Visco 30.
braucht man immer. So, wir haben hier, das meinte ich. Also das Design dachte ich von dem Vibor 3 Ballon. Ich habe sie jetzt verkramt. So sind auch die Vibor 3 Ballon gewesen, das Design. Wir haben ja jetzt ein neues Design, was ich euch vorhin gezeigt habe. Wollte ich eigentlich zusammentesten wegen die Designs, aber ich denke mal, wir werden ein schönes Vorfreude-Video mit den ganzen Vibor-Ballon machen und was man noch so finden. Ich habe schon gesehen, die anderen Bengaltypen sind alle hier hinten in der Ecke. So, was haben wir hier? Hier haben wir den in Weiß. In Weiß. Ja, also dreimal in Weiß. Wie gesagt, ich habe ja die Bengaltöpfe dreimal jeweils bestellt. Hier haben wir jetzt den dreimal in Weiß gehabt. Und hier ist noch der eine in Gelb. Kann ich euch echt empfehlen, machen die ganze Straße hell, auf jeden Fall für 5 Euro das Stück. Gut, ist der dritte auch da gewesen. Dann machen wir hier mal weiter. Ach, komm mal her, ja. So, wir haben auf jeden Fall rauchende Coils von Panda. Ich habe sie einfach nochmal mitgenommen für 19,99 Euro. Ja, weil ich fand eigentlich damals die rauchende Coils generell Panda gut. Deswegen wollte ich mir dies Jahr nochmal die Neuauflage holen, weil ist ja jetzt eine neue Version sozusagen. Ob die besser oder schlechter geworden ist. Schon ja kein Platz mehr hier. So. Dann haben wir hier auch gleich noch die anderen Vibor-Böller, und zwar die Vibor 5. Ja, wie gesagt, dieses Design. Wo habe ich es jetzt? Ich dachte eigentlich, dass dieses Design verkauft wird in der Pappschachtel. Jetzt haben wir wieder Plaste. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war. Ich denke mal, das ist neu ab dieses Jahr, aber wir werden es ja, denke ich mal, dann testen an Silvester. So, jetzt haben wir große Sachen hier drin. Jetzt machen wir weiter mit den kleinen Sachen. Wir haben hier auf jeden Fall die Single Bells in Kokoglitter. Das sind die Bombenrohre. Kommt mir jetzt ziemlich klein vor, also von der Länge her. Aber es sind trotzdem 30 mm Bombenrohre, kosten 2 Euro das Stück, 1,99. Ja, testen wir einfach mal. Auf die Videos sehen sie sehr gut aus. Wir haben hier auch noch die Single Bells dann in Grün, das ist der Checker Cracker. So, und dann haben wir auch zweimal das BKS1. Kostet, glaube ich, 2,50 Euro. Sah auf dem Video verdammt gut aus, was ich mir jetzt so hier gar nicht so vorstellen kann. Wir haben eine NEM von 25 Gramm pro Rohr bei dem BKS1. Und als letztes von den Single Shots haben wir jetzt die Brokat Single Bells. Wie gesagt, das Stück 1,99 kann man sich ruhig mal antun. Zum Testen für uns auf jeden Fall. Eine schöne Neuheit, die ich finde, sind die Smoke Birds. Manche sind schlecht, also gehen schlecht auf mit dem Rauch. Andere sind wieder top, die ziehen den Rauch bis oben. Deswegen auf jeden Fall mal ein Test wert. Vor allen Dingen, weil es auch innovative Neuheit ist für mich. Also, und deswegen. So, jetzt haben wir wieder ein offenes Paket hier. Ich weiß nicht warum. Ich denke mal, durch den Transport ist immer alles aufgegangen. Die kleinen Jackie Chans sind so wie die Space Flyer. Ja, denke ich mal. Schauen wir uns mal an. Das ist auch von Leslie. Kosten 1,50 Euro oder so. Muss ich jetzt lügen. So, hier hinten haben wir noch die anderen Moskitos. Und ich muss sagen, die Verpackung ist dicker geworden. Also das Plaste, das ist wirklich so Milchplaste, was so extrem dick ist. Ich kenne es von den Moskitos nur als durchsichtig dünn. Die Verpackung ist jetzt dicker geworden. Ich hoffe, die Moskitos sind trotzdem noch gut. Aber hier sind die anderen. So, wir haben noch einen kleinen Artikel, und zwar Schreckschraube. Habe ich mir nur einmal mitgenommen, weil ich finde zwar den Artikel sehr gut, auch der Aufstieg, aber halt wie gesagt, das Bouquet ist so ein bisschen lasch, auf den Videos zumindest. Ich weiß nicht, wie es in echt ist, werden wir halt dann testen an Silvester. So, dann kommen wir bloß noch zu großen Sachen. Was nicht fehlen darf, ist das Thunderkong Geoshocks. Für 11 Euro habt ihr hier 20 Bombenrohre und die Bombenrohre sind echt top. 5 verschiedene Effekte werdet ihr dann zu Silvester sehen, also ich werde sie zu Silvester sehen. Die 20 Bombenrohre haben 200 Gramm, sprich 10 Gramm pro Bombenrohr. Mal für euch zur Info. Und dann haben wir hier noch eine billige Batterie. Und zwar war die bei Pyroland im Angebot. Das ist die Pyrotrade Gemini 1230.
heißt Glitter Fantasy. War, glaube ich, für 11 Euro oder 12 Euro da und dachte mir, ja, ich nehme sie einfach mal mit. Ich kenne nämlich Star Trade Batterien so noch gar nicht. Ja, ist das jetzt auch Star Trade gewesen? Pyro Trade. Ja, Star Trade, Pyro Trade, alle heißen Trade Trade. So, ach, hier ist nochmal ein Moskito versteckt. Und zum guter Letzt haben wir jetzt hier noch, wenn ihr sehen könnt, dreimal die Double Deck drin, und zwar die Purple. So sieht das, Alter, ist die schwer, habe ich ganz vergessen. So sieht die aus, Double Deck Purple. Sieht jetzt auf der Kamera ziemlich blau aus. Ist aber Purple. Gut, wie gesagt, dreimal. Das war auf jeden Fall das große Paket. Und dann schaue ich gleich nochmal. Ja, mehr ist nicht drin. Und dann zeige ich euch gleich noch das kleine Paket und dann war es das auch schon wieder mit dem Unboxing. Also bis gleich. So. So, Freunde, hier haben wir dann auch das kleine Paket, was noch gefehlt hat. Und zwar ist hier das drin, was draufsteht. Und zwar von Lassie, der Bürgermeister. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass das Paket größer ist. Ja, wenn ihr das ja mal vergleicht. So groß ist der Karton. Ja, kann man schlecht sehen, doch jetzt. Und so groß ist eine Panda, rauchende Colts. Also, bisschen größer, ne? Ich hole sie kurz mal raus, weil das ist ein Verbund, der nicht im Stahlkäfig kommt. Deswegen habe ich auch zu dem gegriffen und nicht zu einem größeren, weil ich das immer sehr nervig finde. Komm raus! Ich bring... Oh. Meine Fresse. Oh, so klein wie das Viech ist, so widerspenstig ist es auch. Ja, wie gesagt, hier ist jetzt haben wir es draußen. Hier sieht er den Bürgermeister. Wie gesagt, ist kein Stahlkäfig. Ist ein normales Verbundbrett. Ja. Holt man raus, stellt es hin, zündet es an, hat ein paar Minuten Ruhe, also eine Minute noch was. Ja, finde ich relativ okay. Ich weiß ja nicht, was das gekostet hat, glaube 60 Euro. Aber verdammt schwer das Teil. So. Oh, mir sieht man ja auch nicht. Hallo. Ja, Freunde, das war's vom Unboxing. Hoffe, es hat euch wieder gefallen und diesmal alles selbst bezahlt. Wie immer. Macht's gut.